zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Wer neu ist, hallo, mein Name ist Juliane. Ich komme aus Kanada. Ich bin schon 4,5 Jahre in Deutschland und ich mache jetzt eine Physiotherapie-Ausbildung hier in Deutschland in meiner zweiten Sprache. Also ich habe gedacht, dass ich mache heute auf diesem kuscheligen Sonntag ein neues deutscher Vlog, weil es ist schon eine lange Zeit her, seit ich habe eine deutsche Vlog gemacht und ich dachte, ja, jetzt ist der Zeit, dass ich mache ein neues. Ich bin hier in unserer neuen Wohnung. Wir sind vor 3 Wochen schon hier gezogen. Es ist eine sehr kuschelig und kleine Wohnung als unsere letzte, aber ich finde es sehr schön hier und es gefällt mir echt, weil ja, ich finde es sehr süß hier und wir sind in ein Wohnungsgebiet, ich glaube das heißt so. So ist es nicht in der Stadtmitte, es ist ein bisschen außerhalb der Stadt und es ist viel ruhiger und oh, endlich, ich konnte heute Morgen lang schlafen, weil wenn wir in der Stadtmitte gewohnt, ich konnte am Wochenende, ich konnte fast nie so spät in der Morgen schlafen. So, bei diesem Wochenende haben wir nur ein bisschen aufgeräumt in die neue Wohnung. Wir sind vorgestern im IKEA. Wir haben ein Küchenregal gefunden. Das war toll und auch für unsere Wohnung. Wir haben so ein Sideboard-Schrank gekauft und das ist ja super, weil wir können viel reinpacken und dann sieht die Wohnung sehr mehr aufgeräumt. Es ist heute ein bisschen dunkel, so ich hoffe, Sie sehen was, aber wir haben diese neue Sideboards gekauft und ja, sie sind toll, weil wir können viel reinmachen und dann sieht die Wohnung sehr sauber. Und dann hier haben wir ein neues Regal für die Küche. Und das war wirklich nötig, weil wir haben nur ein paar Schranke, Küchenschranke ins Haus und das ist sehr praktisch zu haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du kannst das sehen, aber es hat gerade angefangen zum Schneien, zum Schneiden. Das ist der einzige Wort, das es wird nie besser. Ich weiß nicht, ob es schneidet, ob es schneit. Nee, es ist nicht schneit. Der Schnee kommt unten und ich bin ganz zufrieden mit diesem Tag. Letzten Winter, es war ein bisschen hart für mich, aber ich probiere diese Winter alle die Vorteile zu sehen und gar nichts in den Nachteil schauen von Winter. Ja, es ist dunkler, da gibt es Schnee, aber es ist so eine kuschelig und angenehm Jahrzeit. Und ich probiere diesem Jahr wirklich nur in die Vorteile zu schauen. Und soweit funktioniert. Ich bin ganz froh. Und ja, ich denke auch, es kommt von der neuen Wohnung, weil diese Wohnung ist sehr angenehm und süß. Und ich denke, ich werde den Winter hier in diese Wohnung gefallen. Mehr als der letzte vielleicht. Hoffentlich. Ja. Und auch was ich nicht gezeigt hat vorher, ist die letzte, was wir brauchen in dieser Wohnung, ist hier. Wir brauchen eine Lampe für unser Wohnzimmer. Als wir vorgestern bei IKEA waren, wir haben die Lampe geschaut, aber die haben uns nicht so gefallen und ich habe dann online gesehen. Also in Deutschland gibt es Westwing. Und das ist eine sehr gute Online-Laden für alle Heimsachen. Ich habe diese Lampe gesehen, das gefällt mir. Aber es ist schon
140 Euro und ich weiß nicht, ob das ist zu teuer. Ich habe keine Ahnung, wie teuer eine Lampe ist. Ob das viel zu teuer ist, ob das ein guter Preis ist, das weiß ich nicht. So, mal schauen, ob wir in den nächsten paar Wochen eine Lampe bekommen. Wir haben hier eine Stehlampe und das bringt viel Licht ins Zimmer. Und für jetzt ist das genug. Ja, aber mal schauen, was kommt. Wir wissen beide nicht, was wir möchten hier. Ja. Ich denke, ich nehme die nächste halbe Stunde, Stunde zum Lernen. Ich muss wirklich nochmal anfangen, nicht intensiv zu lernen, aber ein bisschen mehr lernen als vorher, weil ich habe nur 3 Wochen übrig in meinem Praktikum bei dem Krankenhaus und dann bin ich wieder in die Schule und dann kommt schnell meine jährliche Prüfungen und ja, ich habe schon ein bisschen Angst davor, deswegen ich will nicht mehr zum Seite schieben. Ich mache es jetzt, mein Lernen. Das später ist ein bisschen angenehmer und nicht so verrückt. Also es ist jetzt der nächste Tag. Ich habe schon wieder einen vollen Tag in Klinikum gehabt. Ich habe nur 2,5 Wochen noch und dann sind wir fertig. Wir sind wieder in die Schule. So, ich habe wirklich heute schon ein bisschen gelernt und gestern gelernt. Und ich probiere immer wieder jeden Tag zumindest eine halbe Stunde lernen. Das macht später viel, viel einfacher. Ich habe auch gestern ein bisschen gebacken. Ich habe ein Pie, ein Bärenpie gebacken. Und ja, ich finde das schön, weil für eine lange Zeit ich hatte keine Energie und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Zeit zum Backen. Und ja, in den letzten paar Wochen habe ich schon was und es macht Spaß. Es gefällt mir so. Ja, ich hoffe, Sie haben diesen deutschen Vlog gefallen. Gefallen. Und wie immer, ich mache es mit Untertitel, dass Sie können zumindest verstehen, was ich probiere zu sagen. Und ich denke, wir sind jetzt zum Ende. So, danke fürs Schauen. Und wenn es hat dir gefallen, dann Thumbs up und subscribe bitte zu meinem Kanal. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!